Finale der Schuhstory, Finale auf Wujang-Ebene. Damit herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Gut, Leute, nein, nicht Musu-Modus. Nicht Musu-Modus. Da sind wir schon lange mit durch. Here we go. Besiege schnell den Way-Kommandanten. Denk an den Nachschubsweg. Tja, Strategenduell. Bei der Wujang-Ebene. Los geht's. Wäre Zhuge Liang hier siegreich gewesen, hätte das Wei erheblich geschwächt. Und das war auch der Sinn dahinter. Wei hier zu besiegen und Weis Macht einzudämmen und eventuell dann einen Punkt zu finden, wo man dann weiter auf die Wei-Hauptstadt Xucheng vorrücken kann. Gut, wir spielen mit Jiang Wei, dem Schüler von Zhuge Liang, der auch eine entscheidende Rolle hier in der Schlacht spielt. Ey, wieder sind wir hier Outfit, basically. Passt aber nicht zu Jiang Wei. Ah, oh, das sieht so geil aus. Das mochte ich schon. Da ist sowas wie, ich muss es wieder nehmen. Okay. Seine Waffen sind folgende. Einmal der Dreizack, den großen Dreizack, Dunst und Blinzeln. Muss ich auch erstmal blinzeln. Ja, Gewicht Mittel, okay. I see. Feuerkugel passt überhaupt nicht zu ihm. Lichtkugel. Drachenamulett. Ich lieber Ginseng. Ich weiß nicht, ob Windpergament ganz gut hier ist mit Jiang Wei. Don't know, actually. Don't know. Aber ich glaube, ich nehme es. Doch, doch. Passt schon so. Leibwächter, er hier. Chia Chian. Wir müssen es immer hier besiegen. Zhuge Liang darf dabei nicht draufgehen. Wer hätte es gedacht? Ist aber allerdings jetzt schon an der Krankheit erkrankt. Und ja, der hat so ein bisschen geschauspielt. Ja, mir geht's bestens. Aber ihm geht's überhaupt nicht gut. Der ist ja im Laufe dieser Schlacht gestorben. Ist immer hier jetzt am Himmelszelt gesehen, ein Stern ist gefallen, das war der Stern von Zhuge Liang. Und dann gab es eben halt den entscheidenden Wendepunkt in dieser Schlacht. Dann sind wir hier die Einheit mobilisiert und somit einen entscheidenden Sieg davongetragen. Ja, Zhuge Liang ist hier natürlich am Start. Jiang Wei mit Fei Yi und Yang Yi, das sind vier. Wei Yan mit Zheng Bao und Gao Xiang. Liao Hua, Wang Ping und Guan Xing mit Guan Xua und Ma Dai. Mal Dai als Unteroffizier von Guan Xing, okay. Mein Gegner sind wir hier mit Chao He, Xinpi, Zhen Ji, Cao Ren mit Chao Hui, Chao Mao, Xu Xu, der ihn nochmal verrückt hat, Cao Xiu mit Wen Pin und Sun Li, Cao Hui mit Chao Wei und Wang Lang, Chao Ba und Sima Chao, der jüngste Sohn von Sima Yi. Sima Xi nicht am Start? In Kürze wird über das Schicksal von Chu und Wei entschieden. Der Stratege des Feindes, Sima Yi, bereitet sich auf eine lange, auszehrende Schlacht vor, die Zhuge Liang, wenn möglich, vermeiden will. Ja, warum wohl? Wegen der Krankheit. Er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Somit wird er jetzt ein bisschen zur Offensive motiviert. Könnte man schon fast behaupten. Wujang-Ebene, Provinz Yong. Und ein absolut krasser, passender atmosphärischer Soundtrack. Das ist alles mega dark und jetzt kommen so Dark Electro Vibes mit der Musik. Oder weiß nicht, das passt einfach so gut. Ja, Jiang Wei ist definitiv ein guter Charakter auch. Mit denen können wir gut arbeiten. Nicht wie im letzten Part mit Shi Zai. Eieiei, Shi Zai ist leider echt nicht gut. Leid es mir tut, das zu sagen. Die ist leider echt nicht gut. Na, 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 na. Wollen die Versorgungslinie abschneiden? Versorgungslinie abschneiden. Und wo ist die Versorgungslinie? Ganz ehrlich, ich verhindere das einfach direkt, indem ich die töte. Wo ist der Spinner? Kann man ganz schnell ausfindig machen, ich habe da kein Problem mit. So, ruhig.
Der ist ja noch meilenweit weg. Juckt nicht dann. Na, 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 na. Ach so, wir müssen ganz schnell die Lager besetzen. Okay. Lässt sich einrichten. Ba-da-bum. Ah ja, die Wujang eben, ne? Strategenduell der absoluten Meisterklasse, ey. Sind wir hier gegen Zhuge Liang, die größten Masterminds vom alten China. Also hier wird ständig mit Strategien gespielt. Die outsmarten sich permanent. Ziemlich coole Schlacht und sehr atmosphärisch. Perfekt für Final Battle, ne? War ja auch immer die finale, letzte Schlacht vor allen Dice Warriors Teilen. Und es passt verdammt gut, wie ich finde. Schuhmoral steigt. Läuft. Das haben wir schon mal. Was? My lady, preparations are complete, as ordered. We should have no trouble escaping danger with these wood oxen on our side. We will win this battle, and a new era of peace will be born. Ja, die Holzochsen. Das war auch wieder eine interessante Erfindung von Yu Ying und Zhuge Liang. Die Holzochsen wurden benutzt, um die Transporte von Nachschüben zu verschleiern. Das war mega awkward, wenn da so Holzochsen rumfahren ist. Fragen sich die Gegner natürlich erstmal, was ist das eigentlich? Das war genau der Deal. Die haben die gleichzeitig natürlich ein bisschen protected. Die Supplies, die Vorräte da drin halt relativ gut geschützt waren. Na, kommen die Idioten jetzt raus? Yep. Ba-da-bam. Oh shit. Holzochsen sind da hinten, ne? Mhm. Sollte. Ich sollte mich sputen, da schnell hinzugehen, ne? Jetzt habe ich aber erstmal hier ein bisschen zu tun. Eieiei. Das war nicht gut. Vor allem die Shadow Horse, ne? Ich find's blöd, wenn man jeden Charakter Shadow Horse gibt. War auch langweilig. Destroy them! Don't hold anything back! Destroy them! Oh nee, Zhonghui ist eingetroffen. Oh nein. Ist auch ein Jin-Offizier. Wir haben hier sehr viele Jin-Leute wieder schon, ne? Die ja später dann auch in Dice Wars 7 größtenteils schon alle spielbar wurden. Sima Chao, Zhonghui, Danghai. Oh, wow! Yo, der Musou von Jiang Wei. Er kennt keine fucking Gnade. Ah, der hat so einen geilen True Musou. Ich hätte ihn lieber True Musou geben sollen. Der hat einen richtig geilen True Musou. Einer der besten. Ja, das hätte ich ihn lieber geben sollen, anstatt mehr Reichweite. Wobei mehr Reichweite jetzt natürlich auch nicht scheiße ist. Prepare yourself. Yes! Musou fucking Zorn. Jetzt werdet ihr sehen, den wahren Musou. Sau, sau mächtig. Bam, mit Feuerball. Feuerball-Finish. Oh, liegen direkt zwei Musou-Zorn. Ja, alles klar. I defeated an officer. It's over, I'm Freddy. Komm her damit. Holzochsen, kommen die klar? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Weil da hinten sollte ich wirklich auch mal supporten. Ansonsten sieht es nicht so gut aus. Ba-da-bam. Na, 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 na. Oh, da sag ich ja Liu Hua Probleme. Richtig hart am Struggle in der Dude. Ist da auch noch. Ja, der kämpft gegen Zhonghui, das ist das Problem. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Wie komme ich da am schnellsten hin? Überleg. Überleg's immer, überleg. Ich glaube, wenn ich hier rumgehe. Oh, bitte, Alter, bist du durch, Junge. Der Ingenieur Schuss, Mann. Der Ingenieur! Die Musik dazu. Ich könnte es als Herzschlag deuten. Als letzten Herzschlag von Zhuge Liang. Dies. Deute mal gerne Sachen in Musik.
dass immer so gesehen ist, der letzte Herzschlag von Jubil Young ist. Und es geht ja auch im Sekundentakt ungefähr, ne? Können mir Musiker gerne in die Kommentare schreiben. So von wegen, ja, die Zeit rinnt. Beeil dich. Der Soundtrack ist so grandios gewählt. Ein absolutes Masterpiece. Besseren Soundtrack, die sich echt nicht überlegen können für diese Schlacht. Finde den in DW6 aber auch gut. Den Wujang eben den Soundtrack. So, jetzt zu dem Dude. Fliehen auch die Unteroffiziere, was ziemlich gut ist. Wollen wir nicht um die Lappen kümmern. Hit me with everything you got! Hit me with everything you got! Okay, mach ich. Prepare yourself. You were not prepared. Bam! Einfach wegschieben hier. Hui! Hui! Jiang Wei, ey. Jiang Wei hat auch eine Kugel, by the way. Kann man auch im Kampf sehr gut nutzen. Damit meine ich das hier, Feuerkugel. Was, Meister Sima Yi? Was geht? Was mit mir? Scheiße, noch mehr Verstärkung oder was? Ja, Rangai. Aber er ist nur alleine, das ist voll in Ordnung. Der ist keine große Bedrohung, I guess. Trotzdem. Wir sollten weiterhin hier die Fronten verteidigen. Ich hoffe, Wei Yan läuft nicht über, ich glaube nicht. Nicht in diesem Game. Ey, Gong Xing hat so eine liebe Sicht. Ey, Shaohui. Komm her! Bam! Das ist auch so cool, ne? Ist neu. Wir wollen's wissen. Kommt so vor, je höher der Schwierigkeitsgrad ist, also von der Schlacht, desto aggressiver sind die auch immer, wie aggressiv die geworden sind. Follow me! Und tot. Pss, lächerlich. Das Schlimmste an ihm waren die Verbündeten. Also die Verbündeten von ihm. Wächter. Katapulte. Nicht gut. The catapults are ready, sir. Fire. Fire at will. Leave not a single enemy soldier alive. Boah, das ist mal eine Ansage, hä? Das ist natürlich scheiße. Müssen wir mal zusehen, dass wir die Katapulte ganz schnell zerstören. Aber wir müssen auch zusehen, dass die Verbündeten hier nicht komplett overwhelmed werden von irgendwelchen Unteroffizieren, wie zum Beispiel Zhao Mao. Und Dang Ai, der wahrscheinlich jetzt auch vorgerückt ist. So, mal zu sehen. Also mein Plan ist jetzt erstmal die Offiziere der Wei-Armee hier einzudämmen und dann die Katapulte zu zerstören. Das ist der Fahrplan. Ich denke, das ist strategisch relativ schlau von mir. Got a weapon! Lethal weapon. Ach, Dang Ai ist da oben jetzt. Er ist bei den Katapulten oder was? Okay. Da können wir auch direkt zu den Katapulten. Oh oh. Ich glaube, Jubil Young hält nicht mehr so lange durch. Boah, was habe ich denn hier für Schaden gefressen? Das war das Katapult. Definitiv war das das scheiß fucking Katapult. Oh je, Leute, oh je. Nicht gut. Stop down! Werde auch das Base bekommen. Du Arsch. Und? Hatte ich recht? Ich hatte natürlich recht. Such impressive skill. Tja. Legt euch nicht mit mir an, okay? So, ey, Urtus Balsam. Ich lass mal liegen. Oh, das verschwindet ja eh nach Zeit. Dang Ai Unzauren, ja moin. It'll take more than just you to stop me. Oh, Dang Ai mit Aura. What? Ich kann auch eine Aura mir holen. Und zwar heißt diese Aura Musu Zorn. Die ist besser als deine und die muss ich jetzt auch machen. Also, ohne geht ja gar nicht klar.
So. Friss das, Dangai. Friss das. Bam. Geiler Finish, ey. Nein, das machst du nicht. Oh, zwei auf Ziel gleichzeitig. Nicht gut. Danke, Zorin. Hätte mich viel heftiger kombinieren können. Oh. Sind wir jetzt im 1 gegen 1 gegen Zorin? Ja, umso besser. Ja, kommt dann einmal wieder von hinten. Nein. Something's not right. No. Prime Minister. No! Ja, ist an einer Krankheit gestorben. Habe ich ja gesagt. Okay, den Windangriff war ich auch nicht mehr. Trifft eh nie. Und jetzt kommt der Großangriff von Sima Yi. Wie ich schon gesagt habe. Das hat nicht gereicht. Aber das wird reichen. So, Zauren ist schon mal down. Ja, komisch, ne? Also, es ist echt eine Challenge hier, der Dangai. Dangai ist nicht ohne gerade. Aber, take this. Jetzt sollte man finishen können. Fehlt ja nur eine Kombo. Und jetzt übernimmt Jiang Wei tatsächlich das Steuer. Cool, oder? Wenn man auf der Seite Wei-Armee Jiang Wei ganz schnell tötet, dann stirbt Zhu Biyang nicht an der Krankheit. Ist auch interessant, ne? Und Zhuge Liang wäre bestimmt auch nicht gestorben, hätte ich ihn gespielt. Aber naja, so ist es halt schon richtig. You're alone! Komm her! Hast du bestimmt gerade dein Big Mac verdrückt. Kannst du gut kämpfen. Sieht man dir auf jeden Fall an. Dass du einige Big Macs verdrückt hast. Bam! Increase! Increase! Moral ist natürlich jetzt sehr weit unten. Oh, ist blöd, dass wir jetzt nicht mehr die geile Wu-Jung-Ebene-Musik haben, ne? Er hat gar nichts mehr gehabt. Aber guck mal, wie gut das läuft heute. Es lag echt im letzten Part an Xin Zai. Können wir sagen, was ihr wollt. Entweder bin ich scheiße mit ihr, oder sie ist halt extrem scheiße. Ich denke, eine Mischung aus beiden, actually. Das Versorgungslager Gao Xiang besiegt, bruh. Das ist peinlich. What the fuck? What the actual fuck? Besiegt vor einem Versorgungslager, ey. Was ist das denn? Ich glaube, ich träume gerade. Ja, das zu glauben, fällt mir schwer. Jetzt am besten noch Wei Yan besiegen, dann weiß ich wirklich nicht mehr, ob das hier alles Realität ist oder nicht. Such impressive skill. Das Leben erholt 400? Können sie sich sogar heilen, diese Wichser? Die Versorgungslager sind die nervigsten. Die sind unberechenbar. Mit Verteidigungswaffen, Angriffswaffen können sich heilen. Am schwierigsten einzunehmen. Aber naja. Man kann das alles hinkriegen, wenn man es dann will. Na, komm her. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen pisst, was die Verbündeten schon wieder betrifft. Eilen wir zu Wei Yan, ehe es zu spät ist. Hängst du überall fest, ey? Das blöden Zäune, ey. Wird die Zäune errichtet. Maschendrahtzaun, Maschendrahtzaun. Oh mein Gott, Wei Yan, komm, du bist ein Berserker. Du bist ein absoluter Barbar. Ein Barbar der Zerstörung bist du. Jetzt nicht verkacken, bitte. Das müsste offen sein, weil da schon Verbündete drin sind, ja. Step down! Aber Jan, mir geht's doch gut, was willst du eigentlich? Aber was will der eigentlich? Das war ganz ohne Witz. Lächerlich. Prepare yourself. Der Move ist auch ganz gut.
Ey, jetzt hat Yu-Jing Probleme. Ey, Leute, verarscht mich nicht. The enemy is well trained. Be careful. We did it. Ey, komplette Heilung. Sind wir hier noch ein Ass im Ärmel? Nein, hat er nicht. Doch, hat er da oben. Ich erinnere mich, der hat doch da ein Ass im Ärmel. Ich glaube, ein Steinschlag oder so eine Scheiße. Kommt noch was auf uns zu, auf jeden Fall. Ernsthaft, Genji? Du glaubst, du kannst mich aufhalten? Träum weiter. Denn ich habe was, was dir nicht schmecken wird. Nämlich hier richtig langen Musu. Nein, ich wollte all die Musu-Zorn aktivieren. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, doch. Das brauche ich. Und da gibt es direkt Nachschlag. Now! Leg dich nicht mit Jiang Wei an, wenn er sauer ist, dass sein Prime Minister gestorben ist. Da, Steinschlag. Schau, bar war's. Der Saftsack war's. Nach 50 Kills. Ja gut, nach 43 actually. Kommen wir ja wieder tatsächlich. Ja, Yu-Ying, ich weiß nicht, ob die überleben wird. Weil ich will jetzt hier eigentlich da oben noch den Offizier besiegen. Überfallkommando ist immer down. Der greift auf den Überfallkommando zurück. Steinschlag ist schlimmer. Definitiv. Anschaubar. Auf der Westseite. Prepare yourself. Und Musuzon hinterher. Sind wir schauen? Komm, verherzen. Du bist es mir wert gewesen. Siehst als Ehre an. Du warst es mir wert. Weil sie es sich wert sind. Vor allem auch mal dir. Ja, einen Unteroffizier besiege ich jetzt erstmal nicht. Hey, wir wollen zu Schauber. Ja, Bombardier, yikes. Oh mein Gott, was soll es leider gut zu besiegt? Ey, hallo. Hallo, liebe Schultruppen. Ihr könnt euch nicht gegen solche Idioten verlieren. Gegen ein normales Lager, gegen normale Truppen verloren. Ey, das ist doch so peinlich. Das ist so peinlich. Ich würde rot werden. Mich sowas von schämen. Unglaublich. Na gut, ich nehme jetzt mal hier das Lager. Ey, die Versorgungslager, ne? Da haben die echt Probleme mit Verbündeten. Ey, ich nicht. Ich definitiv nicht. Okay. Impressive. Schulmoral steigt's. Aber nicht für Guangxing. Immer noch übelst am Struggle. Ey, kommt schon, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wer chillt denn da? Den werde ich auf jeden Fall kündigen. Den habe ich gerettet am Anfang, falls ihr euch erinnert. Der wird gekündigt. Suspendiert vom Arbeitsdienst. Ohne Scheiß, what the fuck? Was ist mit ihnen nicht richtig? Die Ruhe. Versorgungslage in Brand gesetzt. Hey, Yu-Ying, that's the spirit. Aber wir haben es jetzt eh. Let's go. Es läuft. Und wie es läuft. Die Nase läuft. Everybody, prepare to attack on my signal. My signal, was ist dein Signal? Ein Dreiecksangriff, wo du die Waffe so nach vorne wirfst. Maybe. Na, kommt her, ihr Pfeifen. Und tschüss, Mann. Nein, er hat überlebt. Oh mein Gott. This isn't looking good. Ich entferne mich einmal von ihm. Halte nicht seine hässliche, ungewaschene Hand. Und dann heult er wieder rum.
Ich glaube es nicht. Oh, shit. Steinschlag! Coming in! Ja, Guangxing, ey, my ass, ey, ohne Witz. Ja, den einen Stützpunkt nehme ich jetzt mal nicht ein. Im Norden von Liahua. Liahua könnt ihr hier mal einnehmen, könnt ihr hier mal nützlich machen, der Idiot. Aber macht er ja nicht. Schau, boah, der Damage. Uch, die waren voll. Ja, komm her. Prepare yourself. Ganz ehrlich, prepare jetzt erstmal hier dieses Tor. Er brennt. Da willst du jetzt kommen oder nicht, Schaubar? Das wollen wir aber nicht gewettet hier. Dann müsste ich erstmal die Truppen von ihm. Hey. Da wäre noch einer. Komm her. Willst du kommen oder nicht? Komm. Du mit unseren Leibwächtern. Das hat auch was. Und Fireball. Ah, so geil. Schon sehr stark. Und fahr zur Hölle. It's over already. I defeated an officer. Komischer Angriff. Ich wollte noch nicht showcase, deswegen habe ich das mal gemacht. Ah, geht so. Aber ich lieber das. Okay, nur das Nimmerji. Hat er noch einen Plan im Petto? Ich glaube tatsächlich nicht. Überfallkommando plus Steinschlag waren seine letzten Trumpfkarten. Die Wujang-Ebene ist eigentlich schwerer als die Burg bei dir. Nur ich schlag mich hier besser. Oh, Nebel. Cool gemacht. Weil Jiang Wei halt der tausendmal bessere Charakter ist. Okay, die letzten zwei Tore, die letzten zwei Unteroffiziere und the final boss von der Schuhstory. Sind wir hier. Kann man nicht anders sagen. Zack! Ja, dein Musu kannst du ja sonst wohin schmieren, mein Freund. Yeah, einfach alle wegwischen. Hier kommt Hausmeister Jiang Wei. Nochmal Hausmeister. Er schiebt einfach alle weg. Left unfulfilled. Okay. I defeated an officer. I defeated an officer. Ja, sagt immer. Ja, das ist auch sehr mimi, Dice Wars 5. Und die das immer wiederholen, was sie sagen. Ja, ich feier's. Damn, it's over already. I defeated an officer. Ach man, das Spiel ist so toll, ey. Es ist wirklich so toll. Immer hier wird eiskalt erstmal ignoriert. You think you can defeat me? Some people never learn. Sippy, altes Haus. Hey, na? Was geht? Yeah, Feuerschaden. Feuerkugel ist so gut. Boah, das war die Tour mitgenommen. Oh, die fliegen nur Officer. Vielleicht bei Simmer hier nochmal. Man mag diesen Angriff nicht. Bis der Stun kommt, wird man meistens immer unterbrochen. Da sind die Wichser. Na, los geht's. Sollte man die aufgeladene Pfeile benutzen, die killen auf jeden Fall immer. Oh, shit. Liahua muss wieder ein bisschen fighten. Seht ihr das? Da kommen Truppen raus. Ja, moin. Whatever. Aber der Kampf gegen Sima Yi war gar nicht mal so leicht. Das werden wir gleich sehen. Now! Now! Punkt, Punkt, Punkt. Ey, Axis kriegst du was. Jetzt wird er leicht, der Kampf gegen Sima Yi. Ah, komm, nutze ich die Axt wenigstens, um die Wächter zu töten. Ja, schon alle tot, ne? Ja. Bam!
Remember? Wir haben die Lichtkugel. Angriffe können nicht geblockt werden. Viel Spaß, Simagi. So, so, noch Musu Zorn. Das heißt, wenn er mich kombot, kann seine Kombos dann breaken. The end is near. The end is near. Auf jeden Fall, Mann. Alter, die Kombo. Nein. Na, den Move. Der ist gut, wenn es funktioniert. Aber es funktioniert halt meistens nie. Okay, der Kampf war lächerlich. To not make use of my talents. Ich bin besser als damals, wo ich das gespielt habe. I defeated an officer. Mega geil. Die Schlacht auf Wujang-Ebene. We did it. Das war die Schuh-Story. Nicht schlecht. Die Drops. Aber wir haben ja schon bessere Sachen. Boah, schwer. Gewicht schwer, Leute. Sowas willst du nicht haben. Ey, guck mal, das ist über das Zeichen. Wenn man Glück hat, kann man auch dritte Waffen mit dem Zeichen bekommen. Dass man die Kombos verlängern kann halt. So ein Leben. Ziemlich straightforward. Gefällt mir. A new body. This body go- Jiang Chao. Ciao. Ciao, ciao. Das will ich nämlich nicht nochmal sehen. Okay, Leute, das war's mit der Schuh-Story. Beim nächsten Mal fangen wir Musumo von Ling Tong an. Wir fangen die Wu-Story an. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.